willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Ann-Kathrin Kossendey-Koch und ich bin Apothekerin, Coach und Stoffwechselexpertin. Ja, für das heutige Video habe ich meinen allerliebsten Assistenten mitgebracht, den Heino, weil es geht um ein Thema, ja, was mir sehr, sehr wichtig ist, wo ich vor kurzem einen Post von einer Bekannten gelesen habe, in einer Gruppe von mir. Und es geht um das Thema Anderssein. Und wen hätte ich da nicht besser mitbringen können als meinen lieben Kumpel Heino? Heino ist unser Familienhund jetzt schon seit, ja, wie lange bist du bei uns? Du bist jetzt schon 11. Dann ist er jetzt im Sommer tatsächlich auch schon 11 Jahre bei uns, weil wir haben ihn mit 5 Monaten bekommen. Er kommt aus einer sehr, sehr schlechten Zucht, wurde ganz schrecklich behandelt, der liebe Heino. Und ich glaube, auch wenn ich ihn nicht mitgenommen hätte, dann wäre er sicherlich, hätte er das nicht überlebt. Warum habe ich ihn jetzt hier dabei und warum bin ich der Meinung, dass er das nicht überlebt hätte? Heino ist anders. Heino ist anders als andere. Und das ist nicht nur sein Name, sondern Heino zeigt das mal ein bisschen. Wenn ihr mal hier guckt, mein lieber Heino hat hochstehende Ohren. Ja. Und der liebe Heino ist ja ein Foxterrier, ein Drahthaar-Foxterrier. Und normalerweise haben Foxterrier ja diese Klappohren. Ne? So sieht ein Foxterrier eigentlich aus. Heino hat aber Stehohren. Und ja, der Züchter war natürlich der Meinung, dass sowas natürlich nicht zu gebrauchen ist. Es war ein ganz widerlicher Typ. Und mit so einem Hund kann man natürlich dann nicht viel anfangen. Und ja, wir haben dann den Heino mitgenommen. Und Heino ist der beste Familienhund, den man sich auf der ganzen Welt vorstellen kann. Heino hat jetzt alle meine 4 Kinder ja, begleitet. Die jüngste ist ja noch ganz klein, aber auch da übernimmt er wieder ganz lieb seine Babysitter-Aufgaben und ist wirklich voll engagiert und dabei. Und ja, das Schöne ist eben, er hat vielleicht, er sieht anders aus. Er wird auch von uns geschoren, nicht getrimmt, weil er da als Welpe wirklich ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben und wir gesagt haben, nee, das möchten wir nicht, dass er... Uns ist einfach wichtig, dass das Fell ab ist. Wir wollen ja mit ihm nicht zu irgendwelchen Ausstellungen oder sonst was. Und das ist genau der Punkt. Ich bin oft angesprochen worden, ja, aber so einen Hund muss man doch trimmen. Was ist denn mit seinen Ohren? Was ist denn da los? Ganz ehrlich, der Hund ist niedlich. Der Hund ist ein richtig guter Charakter. Was interessiert mich das denn, ob seine Ohren stehen oder nicht? Absolut gar nicht interessiert mich das. Und was ich noch viel schlimmer finde, und deswegen mache ich auch dieses Video, ist, die Andersartigkeit oder das Anderssein ist sowas von verpönt bei uns in der Gesellschaft. Und das finde ich total erschreckend. Das Schlimme ist, das hat Auswirkungen auf unsere Kinder. Meine Kinder, die Großen, gehen ja jetzt zum Gymnasium seit 4 Wochen jetzt. Knapp 4 Wochen. Und auch da merkst du einfach, dass Anderssein aneckt. Ja, meine Kinder sind alle 4 anders. Ich meine, wie sollte es anders sein? Ich bin ja auch anders als andere. Ich passe ja auch nicht wirklich in eine Norm. Ich bin auch nicht wirklich so, dass ich in ein Schema passe. Ich lache gerne und viel zu laut für eine Frau. Ich habe schon immer gerne über dreckige Witze gelacht. Ich weiß auch eine ganze Menge. Das ist aber ein anderes Thema. Ich habe als junge Frau auch gerne mal ein Bier aus der Flasche getrunken. Ich, ja, auch äußerlich passe ich nicht wirklich so in die normale Norm, die es so gibt. Ich trage keine Größe 38. Ich habe kurze dunkle Haare anstatt lange blonde. Ich war nie so der Typ Frau, die auf den Prinzen auf dem weißen Schimmel gewartet hat, sondern ich habe mir kurzerhand selber ein Pferd geklaut und bin einfach selber losgeritten. Ich passe da einfach nicht so in diese Norm, ja, und meine Kinder natürlich dann dementsprechend auch nicht. Frage ist natürlich bei sowas immer, wer legt diese Normen fest? Ja, also wenn ich jetzt bei meinen Kindern das sehe, jetzt wo die eingeschult worden sind, da war so eine Einschulungsveranstaltung da beim Gymnasium, so eine kurze, und was soll ich sagen, ja, da sind die Kinder einzeln auf die Bühne der Aula gerufen worden und Eltern hinter mir haben irgendwie rumgelästert über Kinder. Ja, wie sieht die denn aus? Und haben Kommentare gemacht. Was ist das für ein Umfeld, in dem Kinder einfach aufwachsen, wo ihnen von klein auf schon eingetrichtert wird, du musst in irgendeine Norm passen? Meine Tochter Greta, eine von den beiden Zwillingen, die jetzt ans Gymnasium gekommen ist, ist ein totaler Querdenker.
Ja, sie ist also, hat auch ganz unübliche Gedanken für ein Kind. Also die beschäftigt sich wirklich schon mit sehr tiefgreifenden Dingen. Will immer alles genau wissen, hinterfragt alles und hat einen ganz, ganz hohen Gerechtigkeitssinn. Und hat auch den Mut, zu dieser Gerechtigkeit und zu ihren Ansichten zu stehen. Und das endet halt damit, dass sie zum Beispiel in der Schule im Sozialverhalten dann gesagt bekommen hat, sie wäre nicht kritikfähig. Auslöser des Ganzen war ein Ausflug von Greta mit ihrer Klasse eben zu einem Wasserwerk hier bei uns in der Gegend, und das war halt ziemlich langweilig. Ja, es war zwar nett vorbereitet vom Wasserwerk, aber es war jetzt war halt einfach nicht interessant für sie. Und dann wurde sie gefragt von der Lehrerin, wie hat es dir gefallen? Und sie hat ganz ehrlich gesagt, ich fand es langweilig. Ich fand es nicht toll. Und dann kriegte sie gleich zu hören, wie kannst du sowas sagen? Sowas sagt man nicht. Doch, natürlich sagt man das. Sie ist es ja gefragt worden. Und ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich unterstütze sie da auch. Genauso ist es einfach, ich habe immer so das Gefühl, das ist wie so eine Schablone. Und wenn das Kind da nicht durchpasst, dann muss man irgendwie an ihm herummeckern. Ja, unsere mittlere, unsere Elisabeth, ja, die ist jetzt 3,5, die ist jetzt erst vor kurzem trocken geworden, die hat immer noch eine Windel gebraucht. Und auch da, so unabhängig man gerne von diesen Meinungen der anderen sein möchte, man ertappt sich ja als Mutter dann doch immer wieder dabei, dass man sich fragt, ja, oder machst du das vielleicht doch nicht richtig, oder ist das vielleicht doch nicht normal? Nee, normal ist es nicht. Ja, in schwachen Stunden zweifelst du dann vielleicht manchmal an dir als Mutter. Aber das ist, wenn ich dann wieder in meiner Stärke bin, wenn ich wieder mich entspannt und gut fühle, dann weiß ich einfach, das ist richtig. Alle Versuche, die kleine Elisabeth vorher von ihrer Windel irgendwie loszukriegen, haben mit Tränen geendet oder dass sie sich eben einpinkelt, dass sie sich unwohl fühlt, dass sie unsicher ist. Warum? Warum ein Kind verunsichern? Ich habe sie selbst entscheiden lassen. Und tatsächlich, ne, kein Kind wird volljährig mit einer Windel. Sie hat selber beschlossen, so jetzt reicht es. Und ab da hat es wunderbar geklappt, bis auf natürlich die üblichen kleinen Unfälle. Aber sie war gestärkt dabei, sie hat sich gut dabei gefühlt, sie hat sich sicher gefühlt. Und das ist doch das, worauf es ankommt. Und nicht darauf, was irgendeine Zeitschrift, irgendwelche anderen Eltern oder die Großeltern sagen. Darauf kommt es doch gar nicht an. Um nochmal zu den Zwillingen zurückzukommen, was ich ganz, ganz erschreckend fand, also abgesehen davon, dass auch da meine Kinder in keine Norm passen, wir sind alle keine Püppchen, meine Kinder haben nicht diese üblichen Storchenbeine, die heutzutage in sind, wo ich mich auch frage, wer legt diese Normen fest? Wer sagt, dass das normal ist? Ne? Also normal ist ja immer so, was die Masse hat. Und das ist aber ja kein Qualitätskriterium in dem Sinne. Das, glaube ich, verwechseln ganz viele. Das ist einfach nur eine Beschreibung, wie häufig ein Phänomen einfach auftritt. Und was ich, wir hatten jetzt schon so eine erste Eltern-Kennenlernrunde da im Gymnasium, und was ich da dann für meinen Teil wirklich auch wieder sehr erschreckend oder auch interessant fand irgendwo, mein Co-Moderator hat ja gerade nicht mehr so richtig Lust dazu, war einfach, dass auch die Mütter zum Teil aussahen wie geklont. Ja, also an unserem Tisch saß dann irgendwie so eine Riege von 5, ja, blond, langhaarigen Zahnarztgattin oder Modellzahnarztgattin, wie mein Mann das so schön nannte. Und das ist jetzt keine Verunglimpfung von Ehefrauen von Zahnärzten. Das liegt daran, dass mein Mann das gesagt hat, weil jeder, der in unserem Alter ist, kennt ja noch diese blöde Werbung von früher, diese, wo es immer diese blonde Frau gab, die im Fernsehen dann immer so eine Zahncreme da empfohlen hat und immer gesagt hat, ich als Zahnarztfrau empfehle. Das hat mich damals schon so genervt, immer diese Werbung, weil ich gedacht habe, so, das ist doch überhaupt keine Qualifikation, nur weil ich einen Zahnarzt geheiratet habe, heißt das doch nicht, dass ich Ahnung von Zähnen habe. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Deswegen kommt es zu dieser Äußerung von meinem Mann. Nur, dass das nicht nachher heißt, ich würde hier die armen Zahnarztgattin irgendwie verunglimpfen. Nein, um Gottes Willen. Es ist nur so ein Insider bei uns in Richtung Werbung. Aber das hat mich irgendwo erschreckt, dass die Mütter, die hatten alle so diesen gleichen Style, diesen gleichen Look, diese gleichen Haarfrisuren, da war alles gleich. Und
auch da habe ich dann gedacht, guck mal, das ist so eine Art Anpassung. Anpassung ist ja immer was, wenn wir Angst haben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Wenn wir uns fürchten, dass wir vielleicht nicht gemocht werden, dass wir anecken, dass wir angeschaut werden. Und warum ist das so? Warum feiern wir nicht die Andersartigkeit? Warum freuen wir uns nicht, wenn alles bunt ist, wenn jeder anders ist, wenn jeder sein Ding machen darf? Ja? Warum ist das nicht so? Ja? Das verstehe ich nicht. Das ist was, was ich ganz, ganz traurig finde, weil je bunter es ist, je mehr wir alle in verschiedene Richtungen gehen, umso aufregender wird das Leben doch, umso interessanter wird das Leben. Nichts ist doch schlimmer als eine uniformierte Masse, ja, wo du nicht mehr weißt, wer ist. Ich glaube, dass Angst eine ganz große Rolle spielt, auch Neid, weil viele das auch nicht mögen, wenn jemand so ist, wie er wirklich ist, sich so darstellt, sich traut, hervorzustechen, der sich traut zu sagen, was er denkt. Das hat ganz oft dann auch was zu tun. Viele würden gern so sein, aber schaffen das vielleicht nicht, weil sie schwächer sind oder weil sie sich eben, wie gesagt, nicht trauen. Und wenn ich was ablehne, was ich lächerlich mache oder wo ich mich drüber lustig mache, dann ist es ja häufig so, dass das was ist, wofür ich den anderen eigentlich bewundere. Und unser viertes Kind, die Carlotta, ist sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß. Die trägt jetzt schon Größe 74, 80 mit gerade mal 4 Monaten. Also ein sehr, sehr großes Kind und das als Mädchen. Auch die wird anecken. Auch die wird anders sein als der Durchschnitt, als die Masse. Und ich hoffe wirklich, weil wie gesagt, diese schwachen Momente haben wir alle als Eltern, als Mütter, als Menschen einfach, dass wir uns fragen, müsste ich vielleicht doch da irgendwie was machen oder ist es wirklich gut? Diese schwachen Momente haben wir alle. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch allen da draußen einfach die Kraft, in solchen Momenten sich wieder darauf zu besinnen und zu sagen, nein, es ist einfach toll. Anders sein ist was Neutrales, es ist nichts Negatives, es ist sogar was Positives in meinen Augen. Weil du einfach dein Leben so lebst, wie du es wirklich möchtest. Ja, und das ist in meinen Augen unsere einzige verdammte Aufgabe, die wir auf diesem Planeten haben. Unser Leben so zu leben, dass es uns gut tut, dass wir uns wohlfühlen und dass wir ein erfülltes und schönes Leben haben. Das ist unsere einzige Pflicht. Und es ist auch unsere Pflicht, das auch für unsere Kinder hinzubekommen und ihnen den Rücken zu stärken, ihnen Mut zu machen und ihnen zu sagen, steh dazu, steh zu deiner Andersartigkeit, wie auch immer sie ist. Wenn ich mir überlege, ja, dass meine Tochter Martha, ja, die halt einen etwas anderen Körperbau hat als diese ganz dünnen Spargelkinder, sie hat auch ihre Zwillingsschwester Greta ist so extrem sportlich und so ganz fest in ihrem und hat so eine Körperspannung, ja, und Martha hat eben wenig Körperspannung. Dieses kleine Mädchen kam mit 4 Jahren aus dem Kindergarten nach Hause und hat mich gefragt, Mama, was ist eine Diät? Dann habe ich gesagt, warum willst du das wissen? Ja, weil ein anderes Mädchen in ihrer Kindergartengruppe gesagt hat, sie wäre zu dick. Das muss man sich mal reinziehen, wirklich, mit 4 Jahren. Und das macht dich als Mutter einfach nur traurig. Das macht dich traurig, das macht dich betroffen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir alle den Mut haben, unseren Kindern wirklich den Rücken zu stärken und bei ihnen zu sein in solchen Situationen. Ihnen zu erklären, dass es darauf gar nicht ankommt. Ja, und ich will nicht damit sagen, dass das einfach ist. Ich habe da auch schon viele Tränen trocknen müssen, meine eigenen Tränen auch trocknen müssen, weil dir das einfach auch nahe geht. Ja, wenn dein Kind in so einer Art und Weise irgendwie diffamiert wird. Anders, um jetzt mal auch dann wieder klar zu machen, was daraus Tolles werden kann, ist, Martha ist eine hervorragende Reiterin. Ja, und wo ich früher immer gedacht habe, Mensch, sie hat ja relativ wenig Körperspannung und so. Das Mädchen, wenn das auf dem Pferd sitzt, ja, das sitzt akkurat gerade, da hat ihre sportliche Schwester dagegen nie wirklich gut auf dem Pferd gesessen. Die hat jetzt auch aufgehört mit dem Reiten, weil es einfach gar nicht ihr Ding ist. Aber Reiten ist für Martha das Ding. Ja, und
Plötzlich ist die Körperspannung da. Plötzlich ist das alles da. Und das zeigt ja auch wieder einmal mehr, dass es wirklich drauf ankommt, auch deinen Weg zu gehen, deine Herzensdinge zu tun. Dann bist du plötzlich gut. Es sind nicht alle nur in den gleichen Dingen gut. Und deswegen finde ich es auch völlig schade heutzutage, wie das in der Schule läuft, dass man auch da wieder in so Muster gepresst wird. Und wie gesagt, ich wünsche euch, ich wünsche mir, ich wünsche meiner Familie, dass wir wirklich immer genug Kraft haben, unsere Einzigartigkeit und unser Anderssein einfach zu feiern. In diesem Sinne, bleibt gesund, deine Ann-Kathrin.